Hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal und auf travelcycle.com. Wir haben wieder ein neues Video für euch. In diesem Video geht es um ein Funk-Rückfahrsystem für Wohnmobile. Es ist jetzt kein spezielles System ausschließlich für Wohnmobile, kann man auch bei PKWs mit Wohnwagen verwenden. Meine serienmäßige Rückfahrkamera, die kabelgebunden ist, ist leider kaputt gegangen und so machte ich mir Gedanken, könnte ein Funksystem am Wohnmobil funktionieren? Als Information, wir haben einen 6 Meter langen Kastenwagen und hinter dem Kastenwagen ist noch ein Rollerträger montiert, der hat ungefähr noch 70 cm extra und am Ende dieses Rollerträgers im Bereich des Kennzeichens wollen wir dieses Funksystem montieren und sind selbst gespannt, funktioniert das überhaupt? Wie ist die Qualität, die Empfangsqualität? Wie sind die Signale, die Sendesignale, ob das alles dementsprechend korrekt läuft? So, wir haben von Autovox ein System zur Verfügung gestellt bekommen, um dieses im Zusammenhang mit unserem 6 Meter Wohnmobil zu testen. Das ist das System W7 von Autovox. W7 hat einen 5 Zoll Farbmonitor inklusive einer Saugnapfhalterung für die Windschutzscheibe mit einem kurzen Anschlusskabel. Dieses Anschlusskabel, dieser Stecker kommt in das Verlängerungskabel für die für den Zigarettenanzünder eigentlich nur. Also zusammenstecken, Kabel auseinander machen, Zigarettenanzünder rein und der Monitor bekommt Strom. So, weiterhin ist dabei diese kleine Funkkamera. Die ist also wirklich von der Qualität, so wie ich das beurteilen kann, sehr gut verarbeitet. Hat hinten mehrere Verstellmöglichkeiten durch zwei Schrauben. Man kann diesen Kopf etwas tiefer machen, etwas höher machen, je nachdem, wie das mit seinem Kennzeichen harmoniert. Und man kann sogar diese Kamera abmachen von der Grundhalterung und kann sie umdrehen, sollte man diese Kamera unter dem Kennzeichen montieren. Dann wäre sonst das Foto auf dem Kopf, macht ja keinen Sinn. Also von daher kann man die Kamera auch umdrehen. Auch ein entsprechend langes Kabel. Dieses wird connected mit dieser Antenne. Der Stecker hier von der Kamera wird hier in die Antenne reingesteckt. Und dann hat man hier noch ein entsprechend langes Verbindungskabel. Entweder nimmt man den Strom vom Rückfahrscheinwerfer ab, dann hat man immer ein Bild, sollte man den Rückwärtsgang einlegen. Manche montieren dieses Kabel auch am Licht. Sagen sich ja, wenn ich Licht anhabe, geht auch die Kamera an, dann habe ich immer einen Blick nach hinten und sehe, was dort hinten los ist. Aber wir wollen es ja eben am Wohnmobil testen, an unserem 6 Meter Kasten, inklusive dieser Motorradbühne. Und da ist es jetzt wichtig zu wissen, funktioniert es überhaupt? Diese Antenne ist nicht wasserdicht, das ist also wichtig, man muss sich da was einfallen lassen. Und zwar habe ich mir eine wasserdichte Verteilerdose gekauft, beziehungsweise bestellt, die sind noch nicht da. Da kommt diese Antenne mit dieser kleinen Box rein und dann ist es da wasserdicht. Das stellt mich nur vor ein Problem, weil einige berichten, dass diese Antenne nur hochkant montiert werden sollte, um bestmögliche Qualität und Sendequalität zu erreichen, bestes Signal. Ich werde sie liegend montieren, neben dieser kleinen Dose, in einer wasserdichten Verteilerdose unterhalb des Rollerträgers. Den Strom nehme ich ab vom Kabel der Anhängerkupplung, weil ja der Rollerträger ja Strom braucht von der Anhängerdose. Wenn man jetzt diese Dose nicht hat und man hat eine feste Verbindung und einen fest montierten Fahrradträger oder beziehungsweise einen Motorrollerträger, den man nicht abmachen kann, hat man vielleicht auch keine Anhängerstromdose. Aber da der Träger sowieso mit Licht versorgt wird, muss da ein Kabel liegen, das kann man anzapfen und dann hat man da Strom. Ja, dann haben wir uns Gedanken gemacht über die Befestigung dieses Monitors. Es gibt verschiedene Halterungen im Internet, aber das passt alles nicht. Kann man vergessen. Man hat hier diese
diese vier Krallenhalterung, die gibt's auch. Die gibt's auch von Ram Mount. Die haben eine Kugel hinten dran, dann kann man eine Halterung verwenden. Ich wollte aber diese Halterung, die von Autovox dabei war, weiter nutzen und habe mir zu diesem Zweck fürs Armaturenbrett eine etwas größere Klebeplatte bestellt. Die kommt demnächst, kann ich euch dann auch nochmal zeigen. Und diese Klebeplatte ist etwas größer als dieser Saugnapf. Und daran soll die Halterung halten. Das werde ich natürlich ausgiebig testen. Ich werde mal dran zerren, mal gucken, ob es wirklich so ist. Diese Klebepad, der hier unten dran ist, der ist schon klebrig und backsig, wo ich mir dann also vorstellen kann, das funktioniert. So, was wollen wir alles testen in diesem Video? Ich habe mir mal so Gedanken gemacht. Zum einen die Entfernung. Dann geht es darum, der horizontale Winkel dieser Kamera ist angegeben mit 110 Grad zu den Seiten. Und da ist es für uns ja auch wichtig, wenn wir rückwärts fahren, kann ich noch einen Fußgänger erkennen, der von rechts nach links oder von links nach rechts die Straße queren will und hinterm Fahrzeug vorbeigehen möchte. Den möchte ich natürlich rechtzeitig sehen. Das werden wir testen. Nach oben das Gleiche. Wie weit kann ich an diese Kamera, ans Fahrzeug rantreten, bevor man meinen Kopf nicht mehr sieht? Ob das jetzt Kaufkriterium ist oder nicht, ein Ausschlusskriterium, das kann ich jetzt so nicht sagen. Zum nächsten hat der Monitor diese Linien drin, rot, gelb, grün. Und da wollen wir euch dann mal zeigen, wie weit muss ich mit dem Fahrzeug oder kann ich mit dem Fahrzeug zurückfahren, bevor jetzt grün, gelb oder die rote Linie erreicht sind. Wie viel Abstand hat man noch? Ist ja auch wichtig, wenn man zurückfahren kann und zurückfährt und man hat keinen, der hinten mal guckt, wie viele Zentimeter hat man noch. Also es ist dann schon ganz gut zu wissen, wie dicht bin ich denn dran, wenn die erste oder zweite oder dritte Linie erreicht worden ist. Ja, der Monitor selbst ist einfach gehalten. Also er hat drei Tasten. Einmal eine Menütaste, einmal Up and Down. Man drückt länger, ich denke mal so zwischen 3 und 5 Sekunden auf die Menütaste. Dann erscheint das Menü und dann kann man mit den Up und Down Pfeiltasten dadurch navigieren. Was noch wichtig ist, gerade für Leute, die die Kamera hinten anmontieren, da muss man die Kamera, das Foto der Kamera muss man spiegeln. Weil sonst sieht man das alles seitenverkehrt, das macht nicht so einen Sinn. Wenn man sie vorne dran hat, vorne im Stoßfänger, gibt es auch Leute, die bauen die teilweise vorne auch mit an, um dann ordentlich nach vorne zu sehen zu können. Ja, weiß ich nicht, mir fällt da jetzt nichts ein, warum, wieso das gut sein soll. Da braucht man das nicht spiegeln, denn es ist alles korrekt. Ja. Ach so, zur Befestigung wollte ich euch noch sagen, ist ja dieses lange Kabel dabei mit einer Verbindung zum Monitor. Quasi so wird das verbunden, zack, und man hat dann hier so eine Kabelwurst. Ich weiß nicht, warum Autovox das so lang gemacht hat, denn wenn die Monitore vorne an der Windschutzscheibe dran sind, hat man in der Regel nicht so einen langen Weg zu überbrücken bis zum nächsten Zigarettenanzünder, weil der ist meist auch vorne. Also da würde ein Meterkabel vermutlich reichen. Gut, die haben das gut gemeint, haben ein bisschen mehr für andere Einbaumöglichkeiten. Weiß ich jetzt nicht. Aber diesen Stecker, den möchte ich nicht. Ich möchte also keinen Stecker haben, der im Zigarettenanzünder steckt, der dann doch nicht so eine feste Verbindung herstellt. Aber es funktioniert. Das muss ich sagen, das funktioniert mit diesem Stecker. Das Signal reißt nicht ab. Aber ich möchte einfach kein loses Kabel von oben vom Armaturenbrett, vom Monitor gelegt zum Zigarettenanzünder haben. Das wollte ich nicht. Da bin ich jetzt noch mit Autovox dran. Ich hoffe, dass wir da eine Lösung finden werden. Das werde ich im Bereich oder im Laufe des Videos klären und euch auch mitteilen, wie da die Entscheidung aussieht. Ich denke mal, da wird abgeschnitten hier im Bereich der Kupplung. Man lässt sie vielleicht ein Stück dran, schneidet hier ab, verbindet das hier und dann kann man hier Plus und Minus dann ranmachen. Das dürfte also nicht so ein Problem sein. Nur das Problem, was sich mir gerade noch stellt, ist, offensichtlich sind da vier Adern drin. Ich weiß nicht, warum man vier Adern für einen Monitor braucht, der Plus und Minus nur braucht letztlich. Aber gut, das werden wir sehen. Ja, genug gesabbelt. Jetzt kommt der Inhalt und bei diesem Inhalt wünschen wir euch viel Spaß.
So, wir fangen jetzt an mit dem Test. Und zwar habe ich hier mal die Kamera vorbereitet, damit wir die Kamera immer etwas weiter vom Fahrzeug wegbringen können, um zu sehen, wie die Verbindungsqualität ist. Ich habe also hier unten habe ich Strom abgenommen von der Rollerbatterie. Die Antenne liegt hier im Kasten unter der Sitzbank. Vielleicht auch noch gleich für den Test ganz gut. Und wir bewegen jetzt mal den Roller erstmal weiter weg. So, jetzt haben wir hier ist die Kamera, hier ist der Roller und hier sieht man jetzt also die Entfernung zum Heckträger. So, jetzt haben wir den Roller direkt hinten am Heckträger und das Signal wirklich sehr gut. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie die Qualität ist. Ich messe erstmal hier in großen Schritten, wie weit wir weg sind. Acht Meter bis hier. Und jetzt gucken wir uns mal die Qualität auf dem Monitor an. So, hier sieht man jetzt die Qualität. Hier bin ich jetzt beim Beginn der grünen Linie. Und jetzt sieht man, wenn du dich da mal hinstellst und von der Seite mal filmst kurz, dass man hier sieht, wie weit man ungefähr weg ist. Also ich schätze, das sind 4 Meter vielleicht. So, jetzt sind wir hier bei der gelben Linie. Also ich denke mal, das sind vielleicht 1,50, würde ich tippen. So, und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit der roten Linie. So, jetzt haben wir hier die Entfernung der roten Linie. Also ich denke mal, vielleicht 80 cm. Also man kann hier noch ein bisschen machen und kann hier auch noch ein bisschen dichter ran. Aber so hat man wenigstens einen Anhaltspunkt, wie dicht man ran kann. Also man weiß, bei der roten Linie 80 cm. Ja, das reicht erstmal für diesen Test. Wir testen jetzt mal, wann man mich sieht, wenn ich von der Seite hinterm Fahrzeug vorbeigehen will. Jetzt sieht man einen erst. Ja, es kommt ungefähr hin mit diesen 110 Grad. Aber ich bin schon im Bereich des Trägers. Jetzt bin ich ungefähr fast auf Höhe der roten Linie. Gut, wir zeigen das nochmal mit der gelben Linie. So, wir sind jetzt hier im Bereich der gelben Linie und zeigen euch mal, wann man eine Person sieht, die von der Seite hinter dem Fahrzeug hervorgehen will. Hier sieht man, also ich bin immer noch nicht im Bereich des Fahrzeugs, bin aber schon auf der gelben Linie. Und hier sieht man einen. Also das ist schon mal sehr gut. So, jetzt zeigen wir euch mal den Bereich, wo man mich bei der Kamera hinten noch ganz sieht. Ich denke mal, das ist auch eine Einstellsache der Kamera, ob man sie etwas neigt oder ob man sie etwas anhebt. Aber das sind ungefähr die Entfernung. Ich tippe mal so auf 4 Meter. Ja, ist recht weit. Also von daher, wenn man die Neigung noch ein bisschen runtersetzt, dann wird das besser passen.